Hallo zusammen, mein Name ist Matthias, Matthew oder Matt. Ich bin, wenn man so möchte, der Entwickler, Founder und First Level Support für Summer Islands und ich möchte jetzt mit euch in der neuesten Version das Tutorial durchspielen. Vielleicht für Neuankömmliche, die das Spiel noch nicht kennen, Summer Islands, ein Gameplay hier zu haben und hier auch mal die Menüs, die Optionen, die man hat, vorstellen zu können, aber auch vielleicht für schon Summer Islands Profis vielleicht einige Tipps und Tricks noch zu lernen. Das heißt, wir gehen kurz mal die Hauptmenüpunkte durch und dann starten wir mit dem Tutorial. Fangen wir ganz oben an mit neuestes Spiel. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein eigenes Spiel zu starten, eine eigene Karte, Kartentyp auszuwählen, Schwierigkeitsgrad, Mittelleicht, Winter Islands, All Inclusive, Inselgröße, Katastrophen, ja, nein. Im nächsten Punkt könnt ihr Bots hinzufügen oder weitere Spieler. Ihr könnt natürlich auch ein Inselparadies zu zweit aufbauen oder dementsprechend alleine gegeneinander. Dann, wie viel Startguthaben ihr habt, wie viel Kredit oder wie viel Zinsen auch der Kredit pro Jahr kostet. Dann, ob ihr im LAN oder online das Ganze spielen wollt. Und die Siegbedingungen, ab wie viel Sterne man gewinnt. Und dann, ja, was die Bedingung ist, um einen Stern zu bekommen. Also Spieldauer, Geldbetrag, Urlaubsanzahl oder Immobilienwert. Genau, und dann hier die Zusammenfassung und dann könnt ihr das ganze Spiel starten. Dann gibt es natürlich Spielladen. Ihr könnt natürlich jedes Match speichern, laden. Dann gibt es den Multiplayer, da könnt ihr dementsprechend zu einer IP connecten, also LAN oder online. Das heißt, hier über eigene Server. Es gibt auch eine Anleitung, falls dieses Video noch existiert und die eigenen Summer Island Server nicht. Es gibt auch eine Anleitung im Steam Forum, wo ihr einen eigenen Server erstellen könnt. Dann das Tutorial, was wir gleich spielen wollen. Ein Karteneditor natürlich, damit ihr eure eigenen Karten auch selbst spielen könnt. Und dann Einstellungen, Hilfen und Beenden. Genau, was gibt es unter Einstellungen noch? Allgemein. Zu den Einstellungen allgemein kommen wir noch im Spiel. Dann gibt es Sprachen, Englisch, Deutsch und Spanisch derzeit. Grafikeinstellungen, natürlich hier die Schneeflocken sind natürlich sehr wichtig. Ihr könnt das Ganze hier kleiner machen, damit ihr, sagen wir mal, wenn ihr jetzt eine andere Bildschirmgröße, 4K oder 2K oder sonstige unterschiedliche Auflösungen habt, könnt ihr trotzdem noch mit Full HD spielen, aber dementsprechend das Zoom-Level anpassen. Fensterrahmen natürlich, Einstellungen hier vorne, Grafikeinstellungen. Unter Audio die Einstellungen vornehmen, die Maus-Scrollgeschwindigkeit, Maus-Symbol, Tastatur, Tastenbelegung und hier die Credits noch. Genau, dann noch ein kleines Hilfsmenü, das könnt ihr auch in-game euch anschauen, wo noch mal hier und da ein paar Sachen beschrieben sind, die hilfreich sind. Okay, dann starten wir mit dem Tutorial. Spielen wir das mal durch und da kommt auch gleich das Story-Video und da bin ich jetzt erstmal ruhig. Okay, wissen wir Bescheid. Bitte Maustaste drücken. Ja, super, alles klar. Kurz zur Navigation. Ich bin mit der linken Hand an der Tastatur und an den Pfeiltasten, womit ich mich hin und her navigieren kann, und mit der rechten Hand an der Maus, womit ihr mit der rechten Maustaste gedrückt halten euch natürlich auch manövrieren könnt. So, okay. Der Rest kommt alles und wir gehen durch die einzelnen Kapitel durch. Fangen bei Kapitel 1 an. Willkommen! Wir freuen uns sehr, dass du dich für die Zertifizierung bereit erklärt hast und dir die Zeit nimmst. In den nächsten Tagen werden wir zusammen alle Aspekte eines Managers für ein Urlaubsparadies durchgehen. Also aufgepasst! Für die Prüfung musst du dir keine Sorgen machen. Wir haben eine Durchfallquote von 0% und kennen die Prüfer persönlich. Daher wissen wir genau, welcher Stoff abgefragt wird. Lass uns nicht viel Zeit verschwenden und gleich damit anfangen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Learning by Doing am besten funktioniert beim Lernen.
Lass uns anfangen und einen ersten Touristenmagneten aufbauen. Seid ihr motiviert? Los geht's! Und damit kommen wir schon zu Kapitel 2. Erste Infos. Zu Beginn ein paar Worte zu den offensichtlichen Sachen. Oben siehst du die wichtigsten Zahlen. Fahre mit der Maus drüber, um dir anzeigen zu lassen, welche dieses sind. Also von links nach rechts, wir haben Sterne, dann haben wir die einzelnen Berater hier angezeigt. Derzeit sind die alle noch schwarz, also du hast noch keine Berater eingestellt oder ich habe noch keine Berater oder wir haben noch keine, RCS haben noch keine Berater eingestellt. Dann Reputation, dann das Geld, Datum und rechts die Pause, normale Geschwindigkeit, doppelte Geschwindigkeit. Gut. Links siehst du die Buttons zu den Menüs. Auch hier zeigen dir die Tooltips mit der Maus, was dahinter steckt. Also ganz oben haben wir das Baumenü, dann Straße, Abreißen, Geländeanpassung, Sabotage, Nachrichten, Finanzmanagement, Stern- und Siegmenü und Einstellungen. Dann rechts oben findest du deine Aufgaben. Mit Klick auf eine Aufgabe werden dir die Details der Aufgabe und den Fortschritt angezeigt. Hier in der Mitte der Fortschritt, unten die Belohnung und oben die Bedingungen, die du erfüllen musst. So, Startkapital. Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber als erst noch rechts unten siehst du die Karte. Wenn du auf die Karte mit der linken Maustaste klickst, springst du zu einer neuen Position. Mit der rechten Maustaste gedrückt halten und bewegen, schiebst du die Karte. Mit den Lupen kannst du die vergrößern, verkleinern. Den Kompass springst du in der Karte wieder zu deiner Kameraposition. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach ganz unten gehe, dann siehst du die Kamera. Wird ganz unten gezeigt und mit Kompass springt er dir genau dahin. So, wenn ich jetzt hier nach oben gehe und dann wieder hin, dann sind wir wieder zentriert. Perfekt! Und wir gehen weiter. Soweit zu den offensichtlichen Darstellungen. Um ein Urlaubsparadies aufzubauen, brauchst du Geld. Du solltest dir bei der Bank etwas Geld leihen. Klick auf das Geld-Icon und im Bereich Reiter Finanzen kannst du deinen Kredit erhöhen. Fangen wir mit 5 Millionen an. Okay. Klicken wir im Finanzmanagement-Menü in dem Tab Banking, was schon offen ist, unter deinem Kredit, mal auf das Plus-Icon, da erhöhen wir den Kredit. Unten liest man, dass 3% Zinsen pro Jahr anfällig werden. Aus dem Augen, aus dem Sinn erstmal. Und wir haben jetzt 6,6 Millionen Kredit genommen und damit haben wir die Mission abgeschlossen und wir können hier auf das Kreuzchen drücken. Oh, da hat wohl der Bankangestellte eine Null zu viel angehängt. Wir sehen hier oben, es sind nicht 5, sondern 50 Millionen. Ups, das passiert ja ständig, wenn die Bank mir etwas überweist. Ja, ständig. Umso besser für unsere Lehrstunde. Lass uns gleich beginnen. So, fangen wir an. Damit Touristen kommen können, bedarf es 4 Arten von Gebäuden. Also, erstens Hotels und Häuser, damit sie übernachten können. Flughäfen und Schiffshäfen für die Anreise der Touristen, Straßen für die Mobilität und viertens alle anderen Gebäude dienen dem Touristenspaß. Das heißt, fangen wir von oben an und bauen ein paar Häuser. Dazu klickst du auf das Bau-Icon und wählst den Gebäudetyp aus. Wir sind hier im Häuser-Gebäudetyp. Dann klickst du auf das Gebäude, um es auszuwählen. Anschließend auf der Karte auf das markierte Feld klicken, um den Bau in Auftrag zu geben. Wir sehen hier schon, mit der Maus drüber sieht man so ein paar Details, die werden aber auch noch gleich erklärt. Dann klicken wir auf das Gebäude und dann auf die markierten Felder. So, Mission erfüllt. Ich klicke hier mal noch eins extra an, weil im nächsten Punkt dann der Abriss-Icon erklärt wird. Falls du ein Gebäude falsch platziert hast, kannst du mit dem Abriss-Button das Gebäude wieder abreißen lassen, um es neu aufzubauen. Aber Achtung, jeder Abriss kostet Geld. Die Abrisskosten orientieren sich an der Gebäudegröße. So, hier 4000, damit können wir leben. Reißen das Ganze mal ab. Der nächste Punkt. Danach müssen wir ein Gebäude bauen, damit die Touristen auch kommen können. Dazu würde am besten ein Flughafen oder ein Schiffshafen passen. Für einen Flughafen musst du nur eine einigermaßen gerade Landfläche finden. Den Flughafen findest du weiter unten im Baumenü. Okay, dann öffnen wir mal das Baumenü und hier unten sehen wir Flughäfen und da ist schon der Airstrip, den wir auswählen können und bauen können. Dann, beim Schiffshafen wird es schon schwieriger. Dafür musst du einen Ort am Wasser finden und beachte, dass eine Passage vom tiefen Wasser zum Gebäude vorhanden sein muss. Für den Lerneffekt bauen wir lieber 2 Häfen. Für den ersten wurde dieses Gelände gut
Würde dieses Gelände gut für einen Schiffshafen passen? Sternchen noch drunter. Wenn im Baumenü ein runder Pfeil zu sehen ist, kannst du mit der Taste R oder dem Mausrad das Gebäude drehen. Also hier beim Flughafen seht ihr das. Oder beim Schiffshafen auch. Wenn wir das jetzt anklicken, dann kann man das mit Mausrad oder der Taste R drehen. Perfekt. Dann gehen wir mit der Maus hier hin und drücken mal zum Bauen. So, fertig. Und zuletzt für den zweiten ist auch hier ein gutes Gelände für den Schiffshafen. Jetzt wissen wir nicht, wo der ist. Ah, da an der Maus ist ein Pfeil. Das heißt weiter nach links. Ah, hier. Gut, dann drücken wir den Schiffshafen wieder an und bauen auch hier einen Schiffshafen. Wie schon vorhin erwähnt, zu den Schiffshafen muss vom dunklen Wasser zum Gebäude hin eine Wasserpassage sein, damit die Schiffe da hinkommen. Okay, damit sind wir mit Kapitel 3 fertig und kommen zu Kapitel 4. Damit deine Touristen zu all deinen Gebäuden gelangen können, musst du diese mit Straße verbinden. Erst wenn die Gebäude fertig gebaut sind, überprüfen die Touristen, ob sie im Straßennetz zu den Gebäuden kommen. Wenn du mit der Maus über ein Gebäude gehst, kannst du die Details zu dem Gebäude sehen und wie lange die Bauzeit ist. Hier sehen wir das Schiffshafen, der braucht noch 20 Tage. So, leider ist das Gelände nicht immer optimal, deswegen haben wir hier das Geländeanpass-Tool. Deswegen kannst du das Gebäude, das Gelände anpassen, um eine Straße oder Brücke bauen zu können. Klick dazu auf die Schaufel-Icon und im Menü kannst du die Höhe und Größe anpassen. Mit einem Klick auf deine gewünschte Position kannst du das Gelände passt du das Gelände an. Für Terraforming im dunklen Wasser gibt es noch nicht die richtigen Maschinen. Das heißt, hier kannst du die Höhe verändern. Kannst du einen höheren Berg bauen und hier die Größe von der Fläche, die du baust. Das gleiche kannst du auch mit dem Mausrad machen, Höhe verändern und mit C und V die Größe. Das heißt, wir müssen hier die Gebäude verbinden und bauen jetzt mal hier ein bisschen die Fläche Terraforming so aus, dass wir auf jeden Fall Straße, Brücke dahin bauen können. Das sollte passen. Ihr seht, mit Leertaste oder wenn man im Terraforming drin ist, das wird auch gleich nochmal erklärt, ich nehme es aber hier jetzt mal vorweg, kommt ihr in den Flat-Modus und wie ihr seht, haben alle Gebäude, die wir gebaut haben, unterschiedliche Farben. Das heißt, diese sind noch nicht verbunden mit der Straße, aber das ist ja auch jetzt unsere Mission. Wir haben hier Straße und Wege zur Verfügung und der Unterschied ist einfach nur darin, dass Wege ein anderes Design haben und auch nur für Fahrradfahrer genutzt werden können. Trotzdem könnt ihr damit alle Gebäude verbinden, aber es werden keine Autos und Mopeds fahren. Dann nehmen wir mal Straße und bauen hier dann an den Gebäuden die Straßen, um so alle Gebäude zu verbinden. Ihr seht, mit dem ersten Klick tue ich den Startpunkt auswählen und dann mit dem zweiten Klick also dann zu Position B führen und mit dem zweiten Klick wird dann die Straße gebaut. So, das wird auch nochmal erklärt, wie du Straße baust. Hier müssen wir noch schnell mal verbinden. Zack. Gut. Und damit sind wir mit Kapitel 4 auch fertig und kommen zu Kapitel 5. Zusatzfunktion. Die Flat-Ansicht. Eine alternative Ansicht, um hinter die Gebäude zu schauen. Diese ändert die Ansicht, um alles flach zu sehen. Du kannst sie mit der Leertaste aktivieren und wieder deaktivieren. Beim Anpassen von Gelände wird diese Ansicht automatisch aktiviert. Genau. So. Gebäudefarben. Du kannst die Farben um das Gebäude und in der Flat-Ansicht ändern. Folgende Auswahl hast du. Dazu gehen wir mal in die Einstellungen. Da siehst du nämlich folgende Möglichkeiten. Du kannst keine anzeigen, du kannst die Auslastung anzeigen, du kannst die Spielerfarbe anzeigen und du kannst das Straßennetz anzeigen. Und wir haben jetzt mal im Flat-Modus, Gebäudefarbe, haben wir jetzt mal das Straßennetz angezeigt und hier tun wir mal die Auslastung anzeigen. Finde ich immer am sinnvollsten. Gut, und wenn wir jetzt hier wieder reingehen, dann sehen wir, es ist noch alles rot, noch nicht gut besucht, alles klar. Aber in der Flat-Ansicht sehen wir, es ist überall die gleiche Farbe, das heißt, alle Gebäude sind verbunden im gleichen Straßennetz. Das ist schon mal super. So, fast hatten wir es vergessen.
Wir müssen Werbung schalten, damit dein Urlaubsparadies auch überrannt wird von Touristen. Im Finanzmenü unter dem Reiter Werbung findest du die Werbeeinstellungen. Stell die Werbung auf ein höheres Level. Okay, gerne. Im Finanzmenü unter dem Reiter Werbung schalten wir hier mal auf Papierflieger. Klar, wer kennt es nicht? Wenn man draußen läuft, plötzlich kriegst du einen Papierflieger gegen den Kopf und da ist dann das neueste Urlaubsparadies angeworben. Okay, perfekt. Damit sind wir durch und wir kommen zu Kapitel 6, Gebäudetypen. Die Touristen sind natürlich schon glücklich, wenn sie ein Bett haben und in der Sonne liegen können. Aber interessante Beschäftigungen sind nie verkehrt und du kannst gut Geld damit verdienen. Also lass uns dein Urlaubsparadies erweitern. So, wir sehen hier, wir haben neue Gebäude freigeschaltet bekommen. Und wir gehen dann mal hier weiter. Im Baumenü siehst du alle Details zu einem Gebäude, wenn du mit der Maus darüber gehst. Gebäudekosten, Bauzeit, Fixkosten, Kapazität und Miete. So, bau ein Hotel und ein paar Villen. Anhand der Beschreibung eines Gebäudes im Baumenü erkennst du, ob es sich um Luxustourismus oder Massentourismus handelt. Luxustourismus, hier jetzt mal mit den zwei Männchen oder hier bei den Häusern sieht man es auch sehr gut, diese zwei Männchen, bedeutet wenig Kapazität, aber höhere Miete. Und bei Massentourismus ist es genau umgekehrt. Das heißt, mehr Kapazität, aber niedrigere Miete. Das heißt, mit Massentourismus kannst du deine Urlauberanzahl pushen, du kriegst mehr Urlauber, aber mit Luxustourismus kannst du halt höhere Mieten einnehmen, da kriegst du halt mehr Geld. So, jetzt sollen wir hier zwei Villen und Hotels bauen. Ich gehe noch mal kurz hier oben auf dieses Fragezeichen-Menü. Da siehst du nämlich die positiven und negativen Einflüsse der umliegenden Gebäude. So, wenn wir jetzt da mal draufdrücken, dann kommt ein Extra-Menü hier. Und du siehst jetzt hier als Beispiel der Campingplatz. Du kannst hier natürlich auch andere Gebäude auswählen. Der Campingplatz, die Touristen von dem Campingplatz mögen es, wenn zum Beispiel Parks nebendran sind. Die mögen es überhaupt nicht, wenn ein Flughafen oder ein Schiffshafen nebendran ist. Und neutral finden sie ja, den Campingplatz. Also wenn mehrere Campingplätze nebendran sind, dann ist das für die neutral oder genauso gut auch die weiteren Gebäude hier, ein Hotel zum Beispiel. So, bei dem Hotel zum Beispiel sieht man, da funktioniert auch wieder. Positiver Bonus sind wieder Parks, die funktionieren immer gut. Aber hier das gleiche Hotel nebendran bauen, wäre jetzt bei diesem Hotel nicht sehr sinnvoll. Das mögen die Touristen überhaupt nicht. Genau, anhand dieses Menüs siehst du halt, welches Gebäude neben welchem funktioniert, was die Touristen wirklich da mögen und nicht. Und hier oben können wir das wieder zentrieren und dann auch wieder zurückgehen. So, zurück zu unserer Mission. Wir sollen zwei Villen bauen und ein Hotel. Hier rechts sind schon markierte Positionen, aber das Gelände ist noch nicht so optimal. Das heißt, hier passen wir das nochmal kurz an. Gehen wir dann wieder ins Baumenü und bauen die zwei Villen und das Hotel nebendran. So, Parks kommen immer gut an. Auch Touristen lieben es, durch den Park zu einem Gebäude zu gelangen. Deswegen nutze diesmal Parks, um deine neuen Gebäude mit der Straße zu verbinden. Okay, dann machen wir das. Wie schon beschrieben, du kannst, wenn ein Tourist mit der Straße zu Position X kommt, dann kannst du noch für den letzten Schritt, Weg, kannst du Parks nutzen, um das Gebäude damit zu verbinden. So, das heißt, die Touristen würden hier mit der Straße entfahren, durch den Park schlendern und dann jeweils zum Hotel kommen. Genau. Was du natürlich nicht kannst, ist eine Straße bauen, dann einen Park hinbauen und dann dementsprechend mit der Straße weitermachen und dann da noch ein Haus hinbauen. Das funktioniert nicht. Der Park ist nur der letzte Schritt von der Straße zum Gebäude und nicht nochmal zusätzlich zur Straße und dann zum Gebäude. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Gebäude im Baumenü mit einem Sandboden kannst du ein bisschen weg von der Straße auf dem Strand bauen. Die Touristen gelangen dort über kurze Strecken auch ohne Straßenverbindung hin. Befragungen haben ergeben, dass Touristen maximal über 3 Feldeinheiten laufen würden. Das ist immer gut zu wissen. Das heißt,
Wenn wir jetzt hier eine Smoothie-Bar bauen, dann können wir die auch hier ein Feld weg von der Straße bauen. Das funktioniert auch, die werden trotzdem noch besucht. Okay. Ein weiteres Gebäude ist der Zeltplatz. Davon kannst du so viel aneinander bauen, wie du möchtest. Zeltplätze verbinden sich untereinander, solange einer der Zeltplätze eine Anbindung an eine Straße hat. Okay, hier im Baumenü unter Häuser findest du den Zeltplatz. Der ist natürlich, wie schon erwähnt, kannst du eine ganze Zeltstadt bauen. Einer muss eine Verbindung haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Zeltplatz hier hinbauen und dann hier hinten alles voll bauen würden, passen wir hier mal ein bisschen das Gelände an. Weil es so schön aussieht da. Könntest du hier eine ganze Zeltstadt bauen. So. Das heißt, ein Zeltplatz ist verbunden und die anderen verbinden sich dementsprechend dann auch da an den Zeltplatz und haben Verbindung zur Straße. Das ist die Besonderheit am Zeltplatz. Dann, am besten du bietest den Touristen noch mehr Abwechslung. Baue von den folgenden Gebäudetypen noch ein Gebäude. Supermarkt, Sport, Attraktionen, Autos. Supermarkt, das mögen die immer, kommt immer gut an, über Flughäfen besonders, kleiner Tipp. Dann Sport, Volleyballplätze dürfen natürlich nicht fehlen. Attraktionen, ja, natürlich ein paar Beachzone, der Strand liegen, natürlich auch nicht schlecht. Und Autos, hier haben wir jetzt nur den Fahrradverleih. Jetzt natürlich auch noch Mopeds und Autos direkt. Bauen wir hiervon mal zwei. Und damit hätten wir alle Typen gebaut und wir sind fertig mit Kapitel 7 und kommen. Nein, Kapitel 6 und kommen zu Kapitel 7. Finanzmenü. Schauen wir uns das Finanzmenü etwas genauer an. Die Finanzeinstellungen. Schauen wir uns mal an. Die Finanzeinstellungen, der Finanztab kommt uns schon bekannt vor. Ganz unten existiert noch die Versicherungsoption. Das richtet sich ganz nach deiner Risikobereitschaft. Das heißt, wenn etwas passiert, eine Naturkatastrophe, ein Gebäude bei dir kaputt geht, dann kriegst du hier 10% von den Baukosten wieder zurück. Oder hier 100% der Baukosten. Es kostet natürlich hier unten was. Schalten wir hier mal 10%. Kommen wir später noch genau hin. Dann im nächsten Tab ist der Jahresbericht. Der Jahresbericht zeigt dir die genauen Zahlen in Kategorien, zusammengefasst von den letzten 3 Jahren. Im oberen Teil sind die Ausgaben und Einnahmen der jeweiligen Gebäudetypen, im unteren Teil sind spezielle Ausgaben aufgelistet. Du erkennst schnell, wo du noch Sparpotenzial hast. Okay, wir sind jetzt 1993, wir sehen hier oben im oberen Teil die einzelnen Gebäudetypen, wie viele Ausgaben und Einnahmen wir haben. Ja, das aktualisiert sich natürlich alle 10 Tage jeden Monat. Wir sehen hier, bei Parks nehmen wir gut ein, bei Sport nehmen wir am meisten ein, bei Häusern sind wir noch im Minus. Ja, es läuft so eigentlich ganz gut, nämlich die Betriebskosten zeigen uns, dass wir 27.000 plus machen, von den jeweiligen Zahlen oben drüber addiert. Und hier unten kommen wir dann zu den speziellen Ausgabeneinnahmen. Die Baukosten haben wir dieses Jahr noch nichts ausgegeben, letztes Jahr 2,3 Millionen, Terraforming. Aber dieses Jahr auch noch nichts. Marketing geben wir natürlich was aus. Zinsen geben wir was aus. Versicherung haben wir ja auch schon was ausgegeben. Genau. Und dann kommen wir unten zu dem Finanzergebnis, was wieder die Addition aller Zahlen oben drüber sind. Dann kommen wir zu den Beratergehältern. Da haben wir derzeit noch nichts. Und ganz unten haben wir insgesamt. Das heißt, die letzten Jahre hatten wir immer Minus gehabt. Aber dieses Jahr könnte es was werden. 27, 33, 32 schon im Plus. Perfekt. Okay, dann kommen wir zu den Diagrammen. Wir haben hier die Diagramme, zeigen dir die unterschiedlichen Informationen im Verlauf von dir und deiner Konkurrenz an. Oben hast du die Möglichkeit, das gewünschte Diagramm auszuwählen oder auch nur deine Zahlen anzuzeigen. Jahresverlauf der Gelder, Monatsverlauf der Gelder, Monatsverlauf der Immobilienwerte, Monatsverlauf der Touristen. Also Geld, Immobilien, Touristen werden hier angezeigt. Du kannst hier natürlich auch rausscrollen. Die letzten 10 Jahre oder alle Daten, die es gibt und hier die letzten 24 Monate. Und dann kannst du hier noch mit diesem Männchen-Icon, wo eine 1 dran steht, nur deine Zahlen anzeigen lassen. Das heißt hier, wir haben jetzt keine feindlichen Spieler noch im Match drin, aber diese würden dann ausgeblendet, sobald du das Icon hier anklickst.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Gebäudemanager. Der Gebäudemanager zeigt dir alle deine Gebäude in den jeweiligen Kategorien an. Ganz oben kannst du durch die einzelnen Kategorien klicken. Die kennt ihr ja schon, das sind alle Gebäude, die wir im Grunde schon gebaut haben. Darunter hast du die Spalten, anhand du sortieren kannst, wenn du auf diese klickst, also Name oder Zustand, Auslastung, Gewinn oder Miete. Super. Dann gehen wir hier weiter. Jede Spalte steht für ein Gebäude. So, über die Lupe springst du zum Gebäude. Da haben wir eine Lupe. Da wird es rot markiert. Gleich daneben ist der Zustand im Prozent. Der hat 99%. Mit dem Renovierbutton stellst du den Zustand wieder her. 100%. Daneben ist die derzeitige Auslastung. 53% haben wir hier. Daneben ist die derzeitige, die zweitletzte Zahl ist der Gewinn. Haben wir hier 4. Ja, nicht so gut, aber die Auslastung ist ja auch nicht so gut. Aber wir nehmen noch was ein. Und diese kann positiv oder negativ sein. Sieht man den Campingplatz minus 124. Und dann die letzte Zahl ist die Miete, die kannst du dann dementsprechend erhöhen oder senken. Okay, so, dann zuletzt wird dir auch noch ganz oben die Reputation angezeigt. Die Reputation kann von 100 sehr beliebt, über 0 neutral bis minus 100 sehr unbeliebt gehen. Wenn deine Gebäude nicht gut laufen, kann das ein Grund sein. Die PR-Managerin kann dir genaue Informationen darüber geben, wie diese Zahl berechnet wird. Also lass uns gleich mal die Berater anschauen. Okay, kommen wir zu den Beratern. Im Finanzmenü gibt es noch einen Reiter Berater, den du noch nicht kennst. Unter Berater werden dir die Details zu den Beratern angezeigt. Wenn du einen Berater eingestellt hast, hat dieser erstmals für eine gewisse Zeit eine Kündigungsfrist. Können wir hier mal machen, den Reparaturmanager. Zack. Kündigungsfrist 55 Tage. Manche Berater kannst du auch nach einer gewissen Zeit befördern oder wieder feuern. Klar, wenn die Kündigungsfrist abgelaufen ist. Gut. Dann fangen wir ganz oben an. Der Reparaturmanager hilft dir bei der Instandhaltung der Gebäude. Wenn du ihn eingestellt hast, kannst du ihn anweisen, bei welchem Zustand er ein Gebäude renovieren soll. Die Resortanalystin gibt dir Auskunft über die Verteilung der Touristen im Straßennetz. Wenn du sie eingestellt hast, musst du mit der Maus auf einen Flughafen oder Schiffshafen klicken. Es öffnet sich gleich neben den Gebäudeeinstellungen ein Extrafenster mit der Auslastung aller Gebäudetypen. Dazu kommen wir auch noch später. Die PR-Managerin wird dir helfen, deine Reichweite zu verbessern, mehr Werbeeinstellungen, deine Reputation wird verbessert und sie kann mehr Details über deine Reputation ausarbeiten. Dann kommt der Wetterfrosch. Dieser zeigt dir mit seinem Mimik, wann es wieder Katastrophen gibt. Darüber hinaus kann er dir auch die genaue Stelle zeigen. Für eine Versicherungsplanung bestimmt nicht schlecht. Die Sicherheitskraft kann dein Urlaubsparadies schützen. Je höher ihr Level ist, desto schwieriger ist es für deine Konkurrenz, den Schutz zu umgehen. Zum Saboteur wurde mir auf Anraten meines Anwalts untersagt, dir Infos zu geben, aber ich denke, dass du dir denken kannst, was ich dachte, also denke dir deinen Teil. Sabotagemenü aber, pst. Okay, wie ihr schon gesehen habt, hat jeder Berater 3 Level. Ihr seht auch, wie viel die Kosten jeweils im Einstiegsgehaltsstufe und danach, wie viel zusätzlich diese Kosten werden. Genau. Hier jeweils mit dem Handshake, mit dem Handschlag könnt ihr die einstellen. Habt ihr ja schon gesehen. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten, dem Renovier-Tab. Der gibt dir die Möglichkeit einzustellen, ab wann ein Gebäude renoviert werden soll und ob es nach einer Katastrophe wieder aufgebaut werden soll. Wir haben hier jetzt nur die Möglichkeit, wenn ein Gebäude Zustand 40% erreicht wird, also der Zustand fängt bei 100 an und geht natürlich das Gebäude geht natürlich immer ein bisschen kaputt und wenn das 40 erreicht hat, dann tut der Reparaturmanager das automatisch wieder reparieren. Und wenn du den Reparaturmanager weiter ausbaust, dann kannst du hier das Ganze bis 90 steigern und im letzten Level kann der Reparaturmanager auch automatisch nach einer Katastrophe wieder dein Gebäude aufbauen. Dann der nächste Tab zeigt dir die Ressorts an. Das Resortfenster zeigt dir die Auslastung jedes Resorts, also das Straßennetz, wie die Auslastung der einzelnen Gebäudetypen sind und auch die der Versorgungsgebäude.
Das seht ihr hier. In dem Resort sind 4 deiner Gebäude vorhanden. Das heißt hier der Flughafen, der blinkt hier rot und 2 Schiffshäfen. Und hier rechts siehst du die Touristen mit den einzelnen Gebäudetypen. Die Auslastung ist leider noch nicht freigeschaltet und genauso bei der Versorgung ist auch noch nicht freigeschaltet. Dann gehen wir mal kurz zum Berater und stellen eine Resortanalystin ein. Dann siehst du hier nämlich bei den Gebäudetypen die Anzahl und die Kapazität. Das heißt hier bei den Häusern, es sind 151 Touristen da von einer Kapazität von 210. Das heißt, es sind nicht alle super ausgelastet, da ist noch Potenzial. Aber eins drunter zum Beispiel, bei den Restaurants seht ihr, 30 Touristen sind in 30 Kapazitätseinheiten. Und da seht ihr, da können wir definitiv noch Restaurants bauen. Da ist die maximale Kapazität ist ausgelastet, es wird genutzt. Und deswegen ist da noch Möglichkeit nach oben, noch mehr Geld zu verdienen. Und das kann man genauso hier auch weiter sich anschauen. Und ganz unten bei Flughäfen und Schiffshäfen seht ihr 157 von 360 Kapazität. Das heißt, da kann man genauso noch viel mehr Häuser bauen, damit wir die Schiffshäfen und Flughäfen komplett auslasten können. Genau, für die Versorgungskapazität, Auslastung, was benötigt wird, müssen wir die Resortanalystin noch weiter ausbauen. Deswegen klicken wir jetzt mal weiter ins nächste Tab. Werbefenster. Dies gibt dir die Möglichkeit, die Werbehöhe anzupassen. Im unteren Bereich siehst du deinen Ruf und wenn du mit der Maus darüber gehst, wird dir die Zusammensetzung angezeigt. Ja, derzeit leider noch nicht freigeschaltet. Wir gehen mal wieder ins Berater-Menü und tun die PR-Managerin einstellen. Und da sehen wir, haben wir die Möglichkeit, hier oben noch Werbung zu erhöhen. Das heißt, nicht mehr Papierflieger, sondern wir machen Telefonterror und rufen wahllos Leute an. Und hier unten sehen wir auch sehr gut, wie gerade unsere Reputation ist. Wir sind direkt so über 0. Hier oben sehen wir, wir sind bei 3. Und hier sehen wir die Zusammensetzung, wie die kommt. Das heißt, jedes Mal, wir kriegen Werbung minus 0,16 und für den Berater 0,75. Passt ja dann. Wir steigen nach oben. Dann gehen wir mal ins nächste Fenster. Das Wetterfenster. Das Wetterfenster zeigt dir das Startjahr der nächsten Katastrophen an, hier oben noch mit diesen Fragezeichen. Sobald es eingetreten ist, wird die Anzahl und das Ende des Katastrophenzeitraums angezeigt. Zusätzlich werden auch die Positionen der Katastrophen auf der Karte markiert. Gut, jetzt hier im Tutorial haben wir natürlich keine Katastrophen eingestellt. Das heißt, hier gibt es auch kein Start- und Enddatum und auch die Anzahl gibt es natürlich nicht. Wenn wir jetzt hier den Wetterfrosch einstellen, das heißt die Futterstufe erhöhen, dann wird sich daran auch nichts ändern. Wir können hier wieder mit der Lupe in die Map reinzoomen und rauszoomen und rechts können wir diese verschieben. Und man sieht hier auch noch genau unsere Kameraposition. Okay, somit bist du über die Berater informiert. Aber was du dringend brauchst, ist eine Resortanalystin, also schau dir die Beraterübersicht an und stelle sie ein. Haben wir ja schon, Resortanalystin. Ah, und hier sieht man auch der Reparaturmanager. Die Kündigungsfrist ist erstmal vorbei, das heißt, wir könnten hier auch das nächste Level freischalten. Dann dauert es wieder Kündigungsfrist eine gewisse Zeit und bei der Renovierung könnten wir hier weiter hochschalten. Okay, that's it. Dann schauen wir uns mal genau an, was die Resortanalystin erarbeitet hat. Klicke dazu auf einen Flughafen oder Schiffshafen. Das extra Fenster zeigt dir alle Details. Du kannst erkennen, welche Gebäudetypen du noch bauen kannst und welche schon gut ausgelastet sind. Auch die Versorgungsgebäude ganz unten kannst du hierüber beobachten. Genau, die Zahlen kommen euch schon bekannt vor. Das sind nämlich genau die gleichen Zahlen wie im Finanzmenü. Aber hier könnt ihr euch über jegliche Gebäude, wo Touristen kommen können, euch anschauen, also bei euren Gebäuden, was da die Auslastung ist. Und hier unten die Versorgungsgebäude, die benötigen wir derzeit noch nicht. Also das ist Recycling, Wasser, Strom und Rettung. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wenn du genauer wissen willst, warum eines deiner Gebäude gut oder schlecht läuft, dann klicke auf das Gebäude. Die Farben um das Gebäude signalisieren dir, was einen guten Einfluss grün oder schlechten Einfluss in rot hat. Genau, was sehen wir hier?
Ich habe auf diese Tiny Villa hier geklickt. Das heißt, wir sehen, dass Fahrradverleih und Flughafen in rot markiert sind. Das heißt, das läuft definitiv, ist kein guter Bonus für das Gebäude. Die Gebäude, die normale Farben haben, wie die Tiny Villas und der Volleyballplatz, sind neutral. Und man sieht hier ein bisschen im Wasser die grüne Fläche, der grüne Strand. Das heißt, freie Fläche ist auf jeden Fall gut für das Gebäude. Kommt auf jeden Fall gut an. Okay. Soweit hierzu. Dann, ein Punkt habe ich noch. Dir sind wahrscheinlich schon die Sprechblasen der Touristen aufgefallen. Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, du solltest immer auf deine Kunden hören. Zur Interpretationshilfe habe ich mal alle Möglichkeiten aufgelistet unter Hilfe in den Einstellungen. Hier sieht man zum Beispiel Essen oder hier Attraktionen, hier ein Geschenk, hier ein T-Shirt, da nochmal Essen, Restaurants. Restaurants ist vielleicht so ein Ding, merken wir uns mal. Und unter Einstellungen und unter Hilfe, Sprechblasen, seht ihr hier nochmal eine Interpretation, was was bedeutet. Und wir haben ja schon Messer und Gabel gesehen gehabt, also Restaurants. Das bedeutet, dass die Touristen euch so einen Hint geben, euch so einen Tipp geben, was ihr vielleicht noch bauen solltet, welche Gebäudetypen komplett ausgelastet sind oder noch gar nicht vorhanden sind, was ihr noch bauen solltet. Das heißt, was möchten die Touristen? Und wir haben es ja schon am Flughafen gesehen. Restaurants 30 von 30. Ja, davon könnten wir definitiv noch mehr bauen. Okay. Moment mal. Schau noch mal am Flughafen in die Gebäudetyp-Analyse. Ich befürchte, du hast den ersten kritischen Punkt erreicht mit deiner Urlaubszahl. Ab einer gewissen Anzahl benötigt dein Urlaubsparadies zusätzliche Versorgungsgebäude. Welches Versorgungsgebäude und für wie viele Touristen das benötigt wird, kannst du auf dem Fenster entnehmen. Ja, ihr seht hier im unteren Bereich bei Recycling werden 100 Stück benötigt. Wir haben derzeit 0, bei den anderen Gott sei Dank noch nicht. Das heißt, solange du nicht die benötigste Versorgung baust, werden weniger Touristen in dein Urlaubsparadies gelangen. Also beeil dich und baue ein Recyclinggebäude. Der Kunde ist König. Vorsicht, Touristen brauchen die Versorgungsgebäude. Aber sie wollen nicht neben ihrem Bett gebaut bekommen. Sie wollen sie nicht neben ihrem Bett gebaut bekommen. Ja, wer kennt es nicht? Im Urlaub möchte man natürlich keine Recyclinganlage neben dem Hotel direkt haben. Das heißt, es ist sinnvoller, die weit weg zu bauen. Wir hätten es auch hier in dem positiven, negativen Bonus gesehen, zum Beispiel bei der Tiny Villa. Da seht ihr unten negativer Bonus. Recycling. Kommt also nicht gut an. Kommt bei keinem Gebäude gut an. Das heißt, ich habe im Bauminimum hier den Recyclinghof mal so weit weg gebaut. Okay, gesagt, getan. Das Gebäude braucht noch 15 Tage. Circa ab jetzt. Dann schau noch mal nach, ob die Versorgung steht. Solange die Kapazität der Gebäude, rechte Nummer, größer ist als ca. 80% Touristenanzahl, linke Nummer, sind alle glücklich. Nur so als Warnung, die Versorgungsgebäude sind vom Unterhalt eine Katastrophe. Klar, logisch. Also, das Recyclinghof sollte fertig sein. Braucht natürlich, bis ich die Touristen das Straßennetz dran gewöhnt hat. Und wir sehen hier, wir haben eine Kapazität von 700 und bräuchten 100. Das heißt, das reicht super aus. Aber wenn man sich das Gebäude anschaut, tja, also Einnahmen 2000, Ausgaben 14.000. Ja, ne? So ist das halt bei den Versorgungsgebäuden. Katastrophe vom Unterhalt. Perfekt. So, oh Mist, ein Erdbeben. Was für ein Zufall, dass genau in unserer Lehrstunde sowas passieren muss. Ihr habt es gerade eben gesehen, hier war gerade eben so eine News angezeigt, aber hier seht ihr auch hier unten. Es gibt in dieser Gegend immer mal wieder ganz unterschiedliche Naturkatastrophen. Sei vorsichtig. Und hier unten seht ihr jetzt auch, da könnt ihr draufdrücken und ihr kommt direkt zu der Naturkatastrophe. Du hast den Nachrichtenbanner ganz unten. Bei wichtigen Nachrichten schaltet es sich rot. Zusätzlich gibt es auch noch einen Button, damit du gleich zum Ereignis springen kannst. Genau, gesagt, getan, gerade eben. Du solltest immer lesen, was genau in deinem Paradies los ist. Für die Historiker unter uns gibt es auch aktuelle Zeitungen, hier links zu sehen. Dort sind alle Nachrichten aufgelistet. Bei manchen Nachrichten gibt es auch gleich die Möglichkeit, zum Ort des Geschehens zu springen, über die Lupe.
Also, was sehen wir hier? Am 24. August 1995 gab es eine Katastrophe, ein Erdbeben, und da können wir gleich hinspringen. Wir sind schon da, das heißt, wenn wir nochmal weggehen und Lupe drücken, dann kommen wir gleich nochmal hin. Das heißt, wenn irgendwo vielleicht dein Urlaubsparadies nicht mehr funktioniert und du weißt nicht, warum die Gebäude kaputt sind, daran könnte es liegen, und dann kannst du da in der Historie nochmal nachschauen, was genau passiert ist. Okay, Zeit ist kostbar, wir müssen handeln. Und wie handeln Geschäftsleute bei hohem Risiko? Richtig, man schließt eine Versicherung ab. Dann los und schließ eine Versicherung mit 100% Versicherungshöhe ab, damit du auch dein komplettes Geld im Ernstfall wiederbekommst. Das ist aber nicht billig. Ja, das hatten wir ja schon am Anfang gesehen gehabt. Unter Finanzmenü findest du Versicherungen. Und da hatten wir ja schon 10% eingestellt. Vielleicht schließen wir wieder 100, lieber 100% ab. Better safe than sorry. Um sicher zu gehen. Perfekt. So. Wir sind beim letzten Menü angelangt. Was es noch zu erkunden gibt? Das Sternmenü. Hier sind die Informationen aufgelistet, die du zum Gewinnen brauchst. Denn wer mag schon nicht gewinnen? Das heißt, im Grunde benötigst du zum Gewinnen eine gewisse Anzahl an Sternen. Das ist jetzt hier 2, die sind noch nicht ausgefüllt. In dieser Übersicht siehst du, wie weit du in den jeweiligen Kategorien bist. Sterne kann man auch wieder verlieren, wenn man nicht gut wirtschaftet. Setze deine Stärken ein, um zu gewinnen. Das heißt, hier als Beispiel sind mal so unterschiedliche, in dem Tutorial sind mal unterschiedliche Möglichkeiten eingeblendet. Man gewinnt auch schon, wenn man das Jahr 2050 erreicht hat. Aber es gibt natürlich noch weitere Kategorien. Und wie viele Sterne man braucht, ist dann hier 2 hier oben eingeblendet. So, dann gibt es das Mitspielerfenster. Hier siehst du deine Konkurrenz und wie viele Sterne sie schon haben. Falls du dich verbunden fühlst, kannst du auch da hierüber an sie Geld schicken. Also normalerweise sieht man dann hier eine Liste mit Namen, wenn Mitspieler dabei sind, wie viele Sterne sie haben, und man kann hier auf dem Geld-Icon den Mitspieler Geld schicken, wenn man das möchte. Und im letzten findest du die Spieleinstellungen, nochmal die genauen Match-Variablen. Nichts Weltbewegendes. Perfekt. Super. Gratulation, das sieht gut aus. Du besitzt jetzt alle Kenntnisse, um dein Urlaubsparadies zu erschaffen und das Geld der Touristen auf dein Konto wandern zu lassen. Damit du dir das alles besser merken kannst, gehört zu einer guten Zertifizierung eine Prüfung. Alle Kapitel aus dem Lehrbuch sind prüfungsrelevant, auch die Kapitel, die ich nicht erwähnt habe. Es wird mehr Rechenaufgaben geben, ein Taschenrechner ist nicht erlaubt. Bist du bereit? Die Prüfung geht über 3 Stunden. Dein Handy musst du jetzt ausschalten und wegpacken. Alles bereit? Ganz sicher? Absolut sicher. Okay, sind wir mal ehrlich. So viel Zeit zu investieren, jetzt auch noch ein Lehrbuch zu schreiben mit prüfungsrelevanten Kapiteln und mir eine 3-Stunden-Prüfung auszudenken, habe ich dann doch nicht. Daher, so gute Mitarbeit braucht keine Prüfung und muss belohnt werden. Viel Spaß mit dem Stück Papier der Zertifizierung und viel Spaß mit Summer Islands. Und damit sind wir durch mit dem Tutorial. Schauen wir uns das kurz nochmal an. Wir haben hier angefangen, mit dem Flughafen zu bauen, Schiffshäfen, Straßen zu verbinden, Terraforming gemacht, dann noch weitere Gebäudetypen gebaut, diese vielleicht auch mit Parks verbunden. Hier seht ihr nochmal Park, Straße, und dann mit dem Gebäude funktioniert nicht. Ja, genau. Und dann am Ende kam natürlich noch die Versorgungsgebäude dazu. Und wir sind durch das ganze Finanzmenü durchgegangen, im Grunde durch alle Menüs. Außer das Sabotagemenü. Richtig, gut aufgepasst. Okay, und damit sind wir durch. Damit hast du, wir, uns, RCS, die Tutorial-Zertifizierung-Medaille verdient. Und wir kommen wieder im Hauptmenü an. Ja, das war's mit dem kleinen Gameplay durch Summer Islands, das Tutorial. Ich bedanke mich, wenn ihr dabei wart. Schaut gerne mal vorbei, Summer Islands auf Steam. Es gibt natürlich auch eine Demo, wo ihr das Ganze ausprobieren könnt. Die ist ein bisschen beschränkt. Die Infos werden dann eingeblendet. Und dann bedanke ich mich nochmal herzlich und viel Spaß mit Summer Islands.